Und hallo Leute, mein Name ist Gottke und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ash Gray. Ich möchte nur kurz nochmal reingucken, wie ich das gerade hier habe. Okay, wir tauschen noch schnell zu Tauboga, damit die nochmal ein bisschen trainieren kann. Okay, wir sind an der Tech angekommen, an der... Moment, wie heißt das nochmal ganz genau? Pokémon Technical Institute. Okay, und bevor wir reingucken, mit den zwei haben wir schon gesprochen. Und sonst gibt es ja auch gar nichts. Also gehen wir einfach rein in die... wie soll man das nennen, Schule? Was hast du zu sagen? Ich mache die Midterm-Examen. It's really... Oh, es ist ziemlich schwer. Oh, was hast du zu sagen? Ich bin Top-Student in der Anfängerklasse der Most Exclusive Prep School in the World. Ah ja, natürlich. Ja, du heißt Giselle? Ja, ich habe keine Sex-Pokémon. Und ich habe zwei... Ja, genau. Was? Ich soll mein Pikachu auf Level 25 trainieren? Nein, ich lasse mein Pikachu trotzdem nicht Dings entwickeln, denn das hat Ash auch nicht gemacht. Was? Will die jetzt gegen... Giselle möchte gegen uns kämpfen. Okay, Giselle, ich werde dir zeigen, was man von dummschwätzigen Gehirn wie dich hält. Was hast du denn für ein Pokémon? Cubone, Dragosso. Oh, okay. Da hat mein Tauboga jetzt ziemlich schlechte Karten. Doch mit ein paar Tackle können wir ihm vielleicht auch Schaden anrichten. Es geht, was setzt der denn ein? Okay, das spulen wir natürlich vor. Oh oh, wer wird zuerst fallen? Dein Dragosso natürlich. Und das ist der Unterschied. Während du dich immer auf die Fakten stößt, kümmere ich mich um meine Pokémon. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ah, jetzt hat sie es kapiert. Naja, immerhin. Besser spät als nie. Was ist mit dir, Lehrerin? Ich bin ein Trainer, ja. Was, das war's schon? Ich bin hier... Oh, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ich hätte rechts weiter müssen wahrscheinlich. Oder nach unten? Okay, aber ich bin ja nach oben gegangen und hier geht's einfach nicht mehr weiter. Okay. Heißt das, ich kann hier nichts machen? Ich wüsste zumindest nicht was. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Also anscheinend war es das schon. Ich hatte mir irgendwie mehr erwartet hiervon. Und... Aber wie es aussieht, war es das tatsächlich. Hier waren seine Pokémon drin. Er wollte ja die Arena aufmachen. Die, von das wir ihn aber vermasselt haben. Ja. Aber natürlich, ich kann hier... Ich bin so ein großer Vollidiot. Okay, wir heilen schnell unser Tauboga. Dankeschön. Okay, wir können... Nach unten geht's nicht, weil wir keinen Zerschneider haben. Also müssen wir nach rechts weiter Richtung Lavender Town. Oh Gott, Lavender Town. Ihr könnt euch vorstellen, warum ich es nicht so mag. Oder was heißt nicht so mag? Eher so... Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll. Wie viele Pokébälle habe ich denn eigentlich? 13 Stück. Kann man nicht mittlerweile Superbälle kaufen vielleicht? Gucken wir mal kurz im Markt doch mal nach. Wie es aussieht? Nein. Portionen habe ich... Wie viele? Habe ich vergessen. Aber wir können keine anderen Bälle kaufen. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Okay, wir müssen nach rechts weiter auf jeden Fall. Richtung Lavendertown. Oh, kam Lavendertown echt schon so früh in der Serie? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Schauen wir erstmal hier rein. Dieses Haus sieht vielversprechend aus. Hallo, Madam. Wer sind Sie? Hallo, Stranger. Mein Name ist Q... Oh, das war ja mit der Cuteness. Das kennen wir ja schon. Ja, danke. Ich kenne dich doch schon. Okay, jetzt, wenn wir hier... Warte mal, war das die... Ah ja, das war die Arena. Sah gerade von der Seite aus ziemlich seltsam aus. Ah, wir müssen doch weiter nach unten. Okay, dann gehen wir... Was gibt's denn hier? Für Pokémon? Ein Mirapla? Noch ein Mirapla. Vielleicht nur gucken, ob es hier neue wilde Pokémon gibt. Also die geben auf jeden Fall viel Erfahrungspunkte. Okay, dann... Ja, ich möchte doch nicht kämpfen. Ich wollte nur gucken. Lasst mich in Ruhe. Danke, dafür ist mein Tabor jetzt auf Level 22. Auch gut. Okay. Mankey, jetzt kommst du wieder an die Reihe. Okay, jetzt gucken wir erstmal nach, was es im mittleren Weg gibt. Auf jeden Fall Route 5 sind wir jetzt und wieder mit dem Pokémon, aber auch nichts Neues. Okay, das wollte ich nur wissen. Was? Wo bin ich jetzt? Hallo.
Oh, es tut mir leid. Dieser Pfad ist momentan gesperrt, weil irgendwelche wegen den Vorfällen in Cerulean City. Wo hätte mich das sonst hingeführt? Ach, nach Vermilion. Okay, aber das ist doch viel zu früh, deswegen geht's auch nicht. Dann gucken wir mal hier nach, wenn wir hier runtergehen. An dem Gebäude nachher vorbei. Wo uns das hinführt. Ein Item erstmal. Schaufler. Cool. Surfer habe ich nicht, deswegen kann ich hier nicht weiter. Und das war's schon. Okay, dann gibt's doch diesen Weg. Durch das Gras. Mal gucken, wo uns das hinführt. Nirgendwo hin? Mauzi! Ja, hallo Mauzi. Dir geben wir einen Karate-Job. Und du bist tot. Oder besiegt. Ah, wir müssen hier rein in den Wald. In dem versteckten Wald? Village? Versteckten Dorf? Ort? Hä? Okay, gucken wir erstmal nach, was es hier für Pokémon gibt. Ein Paras. Tschüss, Paras. Okay, was noch? Noch ein Paras. Oh mein Gott! Oh, er ist paralysiert. Vielleicht noch was außer Paras? Nein, sieht nicht so aus. Und ich bin paralysiert natürlich. Aber vielleicht kann ich ja einmal angreifen. Dankeschön, Mankey. Dann heilen wir dich auch mal lieber. Einmal mit einem... wo ist mein Paraheiler? Da. Hier, mein liebes Mankey. Und einmal mit... Ja. Und einmal mit einem Trank. Hier, mein liebes Mankey. So. Hier ist ein Mirapla. Hallo, Mirapla. What the? Bisasam! Da ist Bisasam! Wir holen uns Bisasam! Wir holen uns Bisasam! Ich bin aufgeregt wie ein großes Stück Schnitzel! Wie ein paniertes Schnitzel, das gleich in die Pfanne kommt! Bisasam, ich ho! Bitte fange hier keine Pokémon, die du findest! Das ist eine. Wie soll man das nennen? Ein heiliger Ort für Pokémon! Aber außer Paras gibt's hier eh nicht, also was soll ich denn bitte... Oh, Paras und Paralyse! Komm schon, Mankey, kill ihn doch! Danke. Mein Mankey lässt sich vorbitten. Nochmal. Gut. Okay, schauen wir einfach weiter. Diese Büsche sehen zum Teil seltsam aus. Jetzt weiß ich warum. Ich komme nicht mehr raus. Oh, ein Fluchtseil. Das müssen wir also benutzen. Ich dachte schon, oh mein Gott. Fluchtseil. Okay, Moment, Moment. Ich muss auf diese erhellten Büsche aufpassen. Ihr habt ja gesehen, warum, sonst fliegt man runter in diese Höhle. Okay, das heißt ein bisschen vorsichtiger laufen. Und natürlich ein Pokémon. Radfahrt! Gott sei Dank, du kannst uns nicht paralysieren. Okay, das reicht aus. Und das ist das einzigste, das hier tricky ist, glaube ich, diese erhellten Büsche. Was gibt's denn hier oben? What? Ein Trainer? Hi! Melanie! Oh, hallo, mein Name ist Melanie. Ich bin hierher gezogen, um dem Pokémon eine sichere Stelle zu geben, nachdem sie verletzt oder verbannt worden sind von ihrem Trainer. Das ist mehr wie ein Spa als ein Krankenhaus, was? Die Löcher sind Fallen, die von dem Pokémon gebaut worden sind? Nee, vom Pokémon-Trainer. What? Okay. Dieses Pokémon, das ist Bisasam. Es ist hier freiwillig, um die komplette Ortschaft zu beschützen. Es beschützt alle verletzten Pokémon, wenn auch immer ein Gegner versucht, es anzugreifen. Oh, Bisasam ist der braveste und loyalste Pokémon, das ich kenne. Ash, stimmst du mir nicht zu, dass Bisasam ein exzellentes Mitglied deines Teams wäre? Ich denke, Bisasam sollte mit dir gehen. Er stand hier, um die schwächen Pokémon zu beschützen, aber dieser Ort hier ist viel zu klein. Die Pflanze auf seinem Rücken kann nicht wachsen. Es muss raus in die Welt und ich weiß, du wirst dich gut um ihn kümmern. Bitte tu mir den Gefallen. Nimm Bisasam mit auf deine Reise. Es wird dich aber nur unter gegebenen Umständen anschließen. Du musst es zuerst bekämpfen. Bisasam, ich speichere mal lieber zuerst, weil ich weiß nicht, ob man dich auch so besiegen kann. Bisasam, lass uns kämpfen. Es wird mir eine Ehre sein. Ich hol mir Bisasam, Sam, Sam. Es ist das Level 10. Hoffentlich töte ich es nicht. Wow! Muss ich jetzt eigentlich besiegen oder jetzt einfach fangen?
Ich probier's erstmal nur mit besiegen. Ja, ich hab dieses Jahr besiegt. Bin ich auf Level 22. Ich muss es fangen. Okay, dann nochmal einmal Kratzer. Aber ich kann das ganze Zeit bekämpfen. Okay, jetzt dieses Jahr. Wo ist mein Pokéball? Auf der anderen Seite. Pokéball, los! 1, 2, 3. Wir hau, du dumm. Da habe ich mich zu früh gefreut. Okay, nochmal. Oh. Okay, das kann jetzt eine Weile dauern. Warum will es nicht... Bisasam, du bist gemein. Was? So, warum? Ich habe eine Idee. Smetbook, hast du noch Schlafpute oder habe ich es dir verlernen lassen? Natürlich habe ich es nicht verlernen lassen, aber mit Paralyse könnte es vielleicht auch funktionieren. Probieren wir es weiter. Bisasam! Du heilst dich ja auch noch, du Ratte. Hör auf dich zu... Ich hasse dich. So. Hör auf dich zu heilen. Oh! War das knapp. Der heilt sich viel zu viel. Was geht denn bei dem ab? Es ist doch schwerer, als ich dachte, dieses Prüf zusammen zu fangen. Ich dachte vorhin, ich hätte es schon. Jetzt sei doch gefangen! Und auch mein Smetbo ist besiegt. Ich hasse dich, Bisasam. Ich hasse dich über alles. Okay, was sollten wir jetzt benutzen? Erstmal Quick Attack. Noch einmal. Ich besiege es zu schnell. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, muss ich wieder von vorne laden. Slam macht zu viel Schaden. Okay, ich muss das Spiel neu laden. Ein Moment. Okay, wir kommen zurück. Probieren wir es jetzt nochmal. Bisasam, du machst mir echt Probleme heute. Nein, nicht Antidot. Ich möchte Pokéball benutzen. Und natürlich klappt es aber nicht. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Bleib. Ja, also. Geht doch. Ich hab Bisasam. Oh, das war doch so ein Ge... Ja, ich hab Bisasam. Ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Nein. Vielen Dank. Endlich. Danke dafür, dass du Bisasam aufgenommen hast. Kein Problem, liebe Madeline, oder wie du heißt. Hi, Radfratz. Okay, das war's aber auch schon. Jetzt haben wir Bisasam. Reicht das jetzt hier soweit? Ich möchte kurz Mankey noch ein Level hoch trainieren. Und... Geschafft. Eigentlich sollte ich Bisasam trainieren. Stellen wir mal nach vorne. Bulbasaur. Okay, und ich sollte es erstmal heilen, aber auch, weil ich es ziemlich geschwächt habe. Trank, 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 trank. Okay, nein, gucken wir erstmal, ob wir so bis zum Pokémon Center gelangen, weil da brauche ich nicht extra einen Trank verbrauchen. Moment, da ist ein Item. Max Elixier, wow. Aber Elixier, glaube ich, war nur um die AP zu heilen. Jetzt sollte ich ihn doch heilen. Trank auf Bisasam. Okay, Radfratz. Ups, 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 ups. Mal gucken, was Bisasam kann. Bisasam kann Tackle, Heuler, Rutenschlag, Leech-Seed. Das war Blutsauger oder sowas, glaube ich. Oder, nee, einfach nur, wie heißt es? Ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ja, toll, Bisasam schafft es nicht mal, ihn zu besiegen. Oh. Bisasam, du wirst viel Training brauchen. Am Anfang. Aber das wird sich lohnen. Bin ich mir sicher. Ach, da komme ich raus. Warte mal, wo komme ich denn jetzt raus? Jetzt bin ich ja ganz woanders. Route 6. Oh yeah. Und dieser Samen kann aber leider kein Zerschneider. Hier ist ein Baumstumpf. Hallo, Baumstumpf. Glumanda! Jetzt geht's gerade so weiter. Oh mein Gott, ich muss doch mal speichern. Vor lauter Aufregung. Sprechen wir Glumanda an. Hallo, Glumanda. Es ist ein Glumanda, aber es möchte nicht kämpfen. Vielleicht hat es ja einen Trainer. Stimmt, das war die traurige Geschichte mit Glumanda. Oh. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Ich glaube, so war es ja auch.
Zum Pokémon Center. Hier ist ja eins. Yay! Okay, hallo Schwester Joy. Welcome to our Pokémon Center. Ja, das ist Teil, bitte. Okay, möchtest du mir noch was sagen? Nein. Hat Schwester Joy uns nicht die Geschichte von dem erzählt, von dem Glumanda? Nein, Shanira, wir können uns auch nicht viel erzählen. Was ist mit euch? Hallo. Oh, da ist Damien. Er ist ein richtig guter Trainer. Was ist sein Pokémon sogar? Moment, reden wir mit Damien. Damien. Bist du ein Trainer? Ja, so sieht's aus. Ich habe einen Glumanda, aber es ist so schwach. Es konnte nicht mal den schwächsten Gegner besiegen. Darum habe ich es einfach auf den Stein zurückgelassen und es wird mich nicht folgen. Ich habe ihn angelogen und sagte, es soll zurückbleiben. Mann, ist das Viech dumm und... Und es wartet immer noch für mich. Du bist ein Schwein. Du bist ein dämlicher... Doch, um Glumanda müssen wir uns leider nächstes Mal kümmern. Denn ich speichere jetzt hier ab. Damien, meine Rache wird blutrünstig sein. Ich sage nur noch, mein Name ist Gutgut, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ash Gray. Bis zum nächsten Mal und bye bye.